Ja, und warum baut Daniel gleichzeitig irgendwo was auf? Warum sitzt Natalie die ganze Regie? Wo ist überhaupt die komplette Grafikabteilung? Ich will nur das sagen. Das sind Fragen. Wir sind da. Das sind Fragen. Wir sind da. Ey, du musst auf die Couch. Ja, was machen wir jetzt? Weiß nicht, ich darf ja nicht. Ich darf ja nicht, Martin. Ja, oder ich bin total blind. Ich habe jetzt zweimal geguckt. Ich habe zwei Trommeln gefunden. Ist das Daniel? Wir sind schon live. Nochmal? Wie kriege ich die Fahrstuhlmusik an? Nee, du musst mal ganz kurz hören, Daniel. Hallo. Wie kriege ich denn die Fahrstuhlmusik an? Es ist Samstagmorgen. Ja. Und wer ist heute nicht da? Um was? Der Übertreiber? Daniel Wernitz? Julian? Eigentlich sind nur wir da. Ich habe das leichte Gefühl, dass es ein Problem ist, dass Daniel und Julian gerade nicht hier sind. Ich hätte auch gedacht, dass Julian da ist und dass Daniel, der baut gerade hier in weiß was ich wo auf. Ah, Music Playlist. Ah, okay. Aber kein Problem, dafür sind wir zu spät und verkatert. Also. Ja. Das ist auch, überall wo Music Playlist steht. Okay. Mhm. Nee, gut, dann weiß ich Bescheid. Gut, Asta, danke. Aber er soll gucken, dass er erreichbar ist okay, jetzt für dich. Danke, tschüss. Es warten einfach schon wieder 3500 Leute in unserem Stream und wir sind noch nicht mal wirklich drauf. Ja, Samstagmorgen, oder? Grüße gehen raus an euch kranke Leute. Was würdest du denn Samstagmorgens jetzt gerade machen? Schlafen. Hauskarte. Warum hältst du mir eigentlich schon wieder die Kamera? Ja, weil ich jetzt noch eine ganz wichtige Frage habe. Findest du nicht, dass heute Morgen meine Time to Shine ist? Ich finde, ich sehe heute richtig gut aus, dass ich mal auf der Couch auch in den Stream starten darf, ohne dass ich auch. Du bist doch schon mal auf der Couch in den Stream gestartet. Oh, Stream geht nicht mehr. Geht wieder, alles okay. Ja, und warum baut Daniel gleichzeitig irgendwo was auf? Warum sitzt Natalie die ganze Regie noch? Wo ist überhaupt die komplette Grafikabteilung? Ich will nur das sagen. Das sind Fragen. Wir sind da. Geht ruhig mit das sind Fragen. Wir sind da. Ey, du musst auf die Couch. Ja, was machen wir jetzt? Weiß nicht, ich darf ja nicht. Ich darf ja nicht, Martin. Du bist ja eine Star. Nein, du bist ein Star. Komm mit. Nee, ich bin kein Star. Ich setz mich jetzt kurz hin. Dirk sagt, ich darf nicht auf die Couch. Schreib mal eine 1 in den Chat, wenn ich auch mal auf die Couch soll morgens. Ich bin nämlich clever, ich weiß, wie man genau, das macht. Man scammt. Das ist gut, ja. In Jogginghose kann ich mich auch noch hier hinsetzen. Aber ihr seht sehr gut aus, Freunde, muss ich sagen. Nee. Außerdem bist du nicht der Chef und der Chef hat Nein gesagt. Deswegen verpiss ich mich jetzt wieder, weil ich keine Autoritäten verstehe. Nur weil du so einen geilen Pulli hast, musst du nicht denken, dass du alles da ist. 30 Sekunden, machen wir Jalla. Jetzt wird's wild hier. Bist du jetzt die neue Aufnahmeleitung? Dann kommst du nicht rein. Sind soweit. Schnatterli, bist du aufgestiegen? Lass mich bitte eben. Okay, ich lass dich in Ruhe. Ich glaube, das ein Aufstieg ist. Ach, geklappt. So, jetzt muss ich gleich hier. Du musst auf Bild schalten. Von 0 bis 10. Wie sehr weißt du, was du machst? Eine 6. Ich wäre so gern da drüben. Aber ich darf ja nicht. Agentavis macht's richtig. Bier ist kalt. Heute wird ein schöner Samstag. Also wir machen hier die Statistik für die Spieler, sodass die Moderatoren und Kommentatoren da schön immer Statistiken haben, wie viele Blocks etc. es gibt. Und das sieht dann so aus. Genau, das ist jetzt das erste Spiel von heute Morgen. Gernot Schulz gegen Klinke Kotnik. Und dann tragen wir sozusagen über die Zahlen ein, wer Aufschlag macht. Dann kommt, ob Float oder Rotation Aufschlag. Dann geht es eigentlich so weiter und immer der Spieler, der sozusagen Angriff macht, oberhalb der Netzkante, wird sozusagen eingetragen und dann mit Ergebnis der Aktion. Genau. Also wir tragen hier eigentlich nur Zahlen ein. Ich weiß auch nicht, warum die sich so anstellen, dass sie da abends noch ein bisschen K.O. sind. Kein Kommentar. Also 6 Spieler am Tag. Kein Kommentar. Ja, ist halt mental relativ anstrengend, weil du halt voll bei der Sache sein musst, den Ballkontakt aufnehmen. 7.929 Ballwechsel haben wir jetzt. Genau, hier sind alle drin. Und dann geht das über eine App. Und so kriegen dann die Kommentatoren nachher nach einem Satz direkt. Genau. Live-Statistik. Genau, das machen wir nach jedem Satz. Das war's eigentlich. Interessant. Ja. Was ist? Haarschnitt beendet. Ich verstehe deine Sprache nicht. Ob dein Haarschnitt jetzt fertig ist? Ja, Dirk Quay ist fertig, aber der hat richtig lange gebraucht. In Zukunft gehe ich wieder zum Friseur. Ist nur die Frage, wann das geht. Ja, gut. Wenn es nochmal akut wird, dann muss er nochmal ran. Also er macht's ja besser als gar kein Haarschnitt, aber es hat echt Zeit gekostet. Das nervt. Da muss man sich auch immer mit dem unterhalten, das ist scheiße. Ja, und Livestream ist dann obligatorisch wieder? Ja gut, der will halt irgendjemanden reinkriegen, der ein bisschen relevante Sachen erzählen kann, weil er selber das ja nicht hinkriegt in seinem Stream. Das ist das Problem.
Wo? Und warum hast du hier so eine krasse Ansage gemacht, einmal, dass keiner auf deinem Platz war? Du warst wirklich immer sauer, ne? Ich war einmal richtig sauer, ohne Scheiß, ja, weil mich das angekotzt hat. Er will hier alle. Ja, aber was war da los? Essen. Kater, wirklich gar nicht geschlafen oder so? Ist doch lächerlich. Ja, das zum Teil auch, das haben wir auch alle gesehen, inklusive dir. Aber ja. Hat zum Teil hat es aber wirklich genervt. Ja, meine Autorität ist gerade noch ein bisschen ausbaufähig. Bester Satz des Tages, Alter. Meine Autorität ist leider aktuell noch ausbaufähig, sagte er. Moritz und Autorität sind ungefähr so nah beieinander wie Dirk und Nüchtern. Nicht. Guck, ich trinke Kaffee. Mit oder ohne Schuss? Mit. Schon wieder drauf. Was hast du für eine Frage, mein Lieber? Ich stelle grundsätzlich eigentlich gar keine Fragen. Achso, du beobachtest, ne? Ja. Jetzt würde ich gerne die Schokolade hier essen, ne? Und dann kommt er mit der Kamera, geht wieder nicht. Ich habe gestern auch schon maximal. Ich hab mir erstmal die Pizza geholt und dann da rein. Ne? Das sieht echt leider, die Jacke und das Jersey sieht halt super asozial aus. Ne? Das geht halt wirklich nicht. Styletechnisch ausbaufähig. Sieht ein bisschen so aus wie bei Rudi mit der roten Hose. Ich zieh wieder blank. Scheiß drauf, Digga. Schon wieder gefilmt, steht er schon wieder. Filmt schon wieder für Vlog. Heute Abend geht's wieder los mit YouTube. Man braucht wieder Content. Wer hat das Video schon gesehen? Es wurde ein bisschen drüber diskutiert, ob Peter die Antworten freiwillig, mit Absicht oder wie auch immer gegeben hat. So, wir freuen uns auf das Mic'd-Up-Game, meine Freunde. Und es war natürlich klar, dass es früher oder später passiert. Es wird ein, zwei Warzone-Anekdoten geben. Es wird schöne Momente geben. Und vielleicht wird sie auch sogar erfolgreich. Seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder. Manu Harms und Niki Harms. Manu Harms und Niki Harms. Und Niki Harms. Ja, sind Brüder. Es gibt auch noch Yannick Harms und auch noch andere Harmsies. Du schon wieder hier. Gehst du jetzt deiner Aufforderung nach, die ich dir gerade gegeben habe, oder? Was war denn die Aufforderung? Ja, du sollst hier mal arbeiten. Ich habe dich bis jetzt einmal mit der Kamera gesehen und da hast du wieder die zwei Spasten hier aus dem gefilmt. Wen soll ich denn filmen? Alle. Ich weiß ja nicht, was heute das Motto ist. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesprochen. Das stimmt, ja. Gibt's was Neues? Eigentlich nicht. Wir sind gerade was am Plan dran, was die Banden angeht. Langsam kommt ein bisschen Ruhe rein hier in den ganzen. Was kommt rein? Ein bisschen Ruhe. Ist das gut oder schlecht? Ja, bei dir nicht, weil du dann anfängst zu heulen und immer nicht weißt, was du noch machen sollst. Wo kommt denn jetzt eigentlich die Schärfe her? Ja, bei dir braucht man ab und zu mal Schärfe und nicht nur die Chili-Schärfe, die Wasabi-Schärfe. Was ist mit den Banden? Ja, sieht man dann im Stream, kann ich jetzt noch nicht verraten. Und wer macht die? Ja, der Treiberling ist gerade am Tauern. Und du machst wieder nichts, oder wie? Nee, von mir kam die Idee, also wenn es Hate gibt, bin ich da. Schreib's mal in den Chat, ob die Banden getaugt haben. Wir haben da eine gute Idee. Wir nutzen die einfach viel zu wenig. Wir haben da die Sponsoren drauf, ist alles gut und schön, aber dritte, vierte Woche können wir da vielleicht noch mal was machen. Glaubst du, dass da in der Community auch ein paar Ideen schlummern? Ja, warum nicht? Einfach mal reinhacken in die Kommentare, was man da so machen kann. Bin gespannt. Ja. Jetzt gehe ich mal zum Treiber und frag den mal. Treib's aber nicht zu wild mit dem Treiber. Treiber! Ja. Was ist mit den Banden? Der Ossi hat gemeint, da gibt's was Neues. Bald eventuell Neuigkeiten, ja. Kann ich da mal draufhalten mit der Kamera noch oder nicht, ist das nee, noch nicht, noch top secret gerade. Du siehst übrigens aus wie ein richtiger mit der neuen Frisur. Wer ist dafür verantwortlich? Glenda glänzt. Glenda glänzt. Hat mich zum Glänzen gebracht auf jeden Fall. Stell ihm doch mal noch eine Frage, weil er gestern so gut war. Irgend so eine random Frage. Was ist weiß und stört beim Essen? Lawine. Was sind so deine Prioritäten hier in Düsseldorf? Volleyball. Was drückt davon? Bestimmt. Ich komm schon. Ich schreib's mal in den Chat. Ich glaube, ich schreib's mal in den Chat. Mama nicht. Ich glaube, wir probieren das mal. Mama nicht. So, wir schreiben jetzt mal in den Chat, dass Dirk Bescheid weiß, was seine Moderatoren-Neulinge so machen. Video machen auf dem Tablet und dann einfach mal in der Auszeit ein bisschen Chat lesen. Moritz, ich finde das absolut okay, dass die Mod-Neulinge Fußball schauen. Ja, ja, der Martin findet das okay, aber wie Dirk das findet, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir schauen uns das mal an. Aha. Warum bist denn du eigentlich noch kein Sub auf unserem Kanal? Verdienst du zu wenig oder was? Ich bin so ein Boomer, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das in ein Erklärvideo gemacht, glaube ich, auf TubeTube. Kannst du mir das mal schicken? Alles gut. Ich geh das mal an. Man muss Prios setzen, Freunde. Hey, Ernie, hast du einen neuen Praktikant? Wir müssen Regieassistenten anlernen. Wenn der Alpha-Jürgen jetzt gerade in Dürren ist, brauche ich vielleicht später eine Unterstützung. Das ist Georg jetzt First Pick. Bundesliga. Wir sagen das nicht. Wir gucken hier keine Bundesliga. Wir machen nur Qualitätscontent hier. Was ist gleich? Abwarten und Bier trinken. Ja.
Ey, was? Was passiert jetzt im Sundowner? Sundowner, Mann. Samstagabend Sundowner. Incoming. Erstmal schön hier lecker ein alkoholfreies aufreißen, weil ich scheiße nochmal noch spielen muss. Ich werde vielleicht was holen. Mach mal, endlich mal. Wir haben jetzt schon 2 Tage ohne Skandal. Wir müssen jetzt mal wieder einmal. Ey, was geht im Sundowner jetzt? Wir machen gar hier Entbannungsanträge, machen wir nachher. Also wir gucken erstmal noch ein Frauenvolleyballspiel. Aber dann eigentlich, was wirklich abgeht, sind hier Entbannungsanträge. Alle, die sich in der letzten Zeit daneben benommen haben im Chat, die werden ja schön weggebannt. Und Dirk und ich gucken gleich, wer noch eine zweite Chance verdient hat. Das wird geil.